Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Transport Fever 2, dem Transportsimulator. Und da haben wir gerade nochmal den Öltransport gesehen, von der Ölquelle zur Ölproduktion nach Leipzig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier diesen, ja, die Brücke, die hatte ich schon vorher platziert, gebaut und hatten hier zwei schicke Züge auf die Strecke geschickt, Zug Nummer 42 und 43. Und die fahren jetzt hier schon so weit rum mit dem schönen AGIP Repaint. Die ganzen Mods, die ich verwende, müsst ihr einfach mal im Steam Workshop schauen. Die habe ich da übrigens alle her. Und hier läuft jetzt auch mittlerweile die Produktion ordentlich an. Die Strecke bringt mittlerweile auch schon, ja, ein bisschen Geld. Und was wir in der heutigen Folge machen wollen, ist, wir wollen einmal auf der einen Seite natürlich das Öl, was jetzt hier produziert wird, das wollen wir dann rüber transportieren. So, jetzt haben wir, glaube ich, Autosave hier an. Jo. So, das soll hier zur Chemiefabrik gebracht werden. Und dann von der Chemiefabrik hier, dann auf die andere Seite, also sprich hierhin, nach Köln runtergebracht werden. Da werden wir dann hier so einen langen Tunnel bauen und hier zur Warenfabrik. Da soll das Ganze dann hin. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Chemiefabrik soweit ready. Da können wir hier auch so noch so eine schöne Brücke bauen. Da werden wir uns dann noch mal ein bisschen was raussuchen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich mache mal wieder die Standardgeschwindigkeit an. Dann werden wir hier mal einen Güterbahnhof bauen. So, der muss auch hier, muss der viergleisig sein. Ne? Maximale Länge, Hochgeschwindigkeit natürlich. Und dann werden wir das hier mal versuchen anzuschließen. Das sieht gut aus. Das ist Chemiefabrik, nicht Medebach, sondern, was ist denn das hier? Ist es Aachen? Ja. Aachen Chemiefabrik. Ich habe ja die Städte im Nachgang umbenannt. Ist natürlich geografisch totaler Nonsens, aber ich denke mal, wenn man eine richtige Städtename hat, dann, ja, ist das auch ein bisschen schöner. So, da werden wir jetzt hier eine Strecke rumbauen. Und zwar, es ist keine lange Strecke, aber ich denke, das ist eine gute Sache, das hier zu bauen. Oder, was wir auch noch bauen könnten, wäre vielleicht eine Autobahn. Das wäre vielleicht auch mal was. Ein bisschen was anderes. Weil für die kleine Strecke extra einen Zug zu bauen. Was kostet denn so eine? Ich guck mal kurz hier. So, wartet mal. Autobahn, One-Way? Nee. Straßen. Eine große Autobahn. Die wir vielleicht hier dann rüber bauen. Das wäre vielleicht schöner, oder? Ich guck mal kurz, ob ich die Strecke hier erweitern kann. Jo. Aber die ist halt nur einspurig, ne? Das ist halt... Ja, es ist blöd. Warte mal, das müssen wir rückgängig machen. Machen wir mal hier schon mal eine größere. Machen wir hier mal so eine Allee. Ach, jetzt habe ich keine Landstraße genommen, ne? Wo ist denn das? Da, so. Das wollte ich machen. So, dann haben wir da schon mal ein bisschen schneller. Und da können wir ja eine Autobahn darüber bauen. Dann machen wir die Strecke auch nochmal schneller. Die bauen die in der Regel eigentlich auch automatisch aus. Aber die Autobahn könnten wir ja hier so drüber führen lassen, ne? Dass wir sagen... Hä, wieso habe ich denn das Ding denn hier noch platziert? Habe ich das nicht abgerissen? Eigentlich... Ach ja, hier. So, das kommt weg. Dann bauen wir da drüber vielleicht diese Autobahn. Müssen wir mal schauen. 100 Kilometer. Wie schnell können eigentlich die LKWs... Ah, ist aber auch nur 100. Da können wir auch eine Landstraße nehmen. Hier extra große Landstraße. Was können die LKWs fahren? Da müssen wir auch nochmal gucken. Aber 100 wäre ja erstmal ausreichend. Ich würde sagen, das ziehe ich jetzt mal hier rüber. Ich muss mal wieder hier den Straßenbau einschalten. Dass wir das ja einmal durchs Waldgebiet packen, ne? Schauen wir mal. So einen kleinen Tunnel vielleicht. So, das passt. Okay. Weil da brauchen wir nicht unbedingt einen Zug, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier vielleicht ein bisschen anders bauen. Ja, das wäre blöd. Machen wir das mal weg.
dass wir hier vielleicht die Höhe anpassen, ne? Na, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen länger machen. Warte mal. Bauen wir das mal hier so ein bisschen. Und dann erhöhen wir das einfach. Wie sieht das aus? Eigentlich ganz cool, ne? Das ist aber nicht eben, oder? Wobei, ich glaube, das sollte passen, ne? Machen wir hier noch so eine schöne Brücke, eine schöne Überfahrt. Ah, ich denke, das passt ganz gut. Können wir das noch ein bisschen kürzer machen? Nee, kürzer geht nicht. Wegen der Steigung. Komm, bauen wir das mal hier hin. Und dann bauen wir das mal hier rüber. Nee, das geht nicht. So. Das geht ja dann außerhalb der Stadt. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Und da können wir hier noch ein Stück abreißen. Wir können dann hier die Kurve quasi rumbauen. So. Ist ja eine Landstraße, Autobahn hin oder her. Da können wir auch nur 100 fahren. Guck mal, da haben wir direkt eine Direktverbindung. Und da können wir hier eine Direktverbindung dann auch das Depot hinbauen. Gebäude, Cargo. Würde ich vorschlagen, machen wir mal direkt einen großen. Wobei, ich brauche eigentlich nur ein Terminal, ne? Auf beiden Seiten. Den müssen wir einfach nach hinten rausbauen. Müssen wir mal schauen. Das ist okay. So. Dann passen wir das Ganze nochmal an hier. Und werden hier nochmal ein paar Güterplattformen hinten rausbauen, sodass der dann schön lang ist. So, ich denke mal, das wäre soweit ganz okay. Das passt dann auch. Das ist Aachen LKW Chemiefabrik. So, das bauen wir dahin. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Das passt hier soweit. Ich glaube, der tut sich schwer mit dem Map-Ende hier. Das ist mal gerade so ein bisschen tricky jetzt hier von der Performance her. Müssen wir uns nochmal angucken. So, das passt, das passt, das passt. Der soll ja da drüben anfangen. Fährt er da durch. Ja, schön ist anders, ne? Straßenfahrzeugdepot haben wir ja hier irgendwo. Ach nee, wir haben nur eine Tram haben wir hier, ne? Und haben wir auch Busse hier auf der Strecke. In Leipzig. Nee, hier haben wir nur eine Tram. Okay. Heißt, wir brauchen noch ein Straßenfahrzeugdepot. So, Gebäude. Straßenfahrzeugdepot. Das bauen wir mal hier so direkt hin. Und dann machen wir das mit LKWs hier. Ne, ist doch mal ein bisschen was anderes. Ne, da stören wir auch die Stadt nicht. Das ist, denke ich mal, auch ganz cool. Das heißt, einmal... Ah, da müssen wir hier natürlich auch noch eine hinbauen. Die würde ich sagen, bauen wir mal. Wo bauen wir die denn hin? Die könnten wir hier auf der anderen Seite bauen. So. So, das ist Ölraffinerie. Leipzig. So. Da bauen wir die nach hinten raus auch noch ein bisschen. Güter. So. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und dann verbinden wir das Ganze. Dann machen wir mal eine neue Linie. Das soll ja hier losgehen. Zack. Und soll dann darüber gehen. Das ist dann LKW, Öl, Chemie. So. Dann haben wir es auch schon mal. LKW, Öl, Chemie. Da ist die Strecke.
Er soll natürlich bei der Ölraffinerie, soll er natürlich Öl aufladen. Zack. Und bei der Chemiefabrik das Ganze abladen. Dann haben wir das dann auch schon mal ready. Und da schauen wir uns jetzt mal an, welche LKWs wir hier auf die Strecke nehmen. So, das heißt, hier unten kommen dann die Züge an. Die machen mittlerweile, glaube ich, auch gut. Plus, der noch nicht so ganz. Müssen wir mal schauen. Aber die Produktion ist auf jeden Fall im vollen Gange. Ja, da kommt schon ganz schön viel an. Und dann schauen wir mal, was wir für Fahrzeuge heute hier drauf schicken werden. So, Cargo. Wir haben nämlich, glaube ich, auch schon... Ach, guck mal hier. Da haben wir auch schon wieder... Was nehmen wir denn mal für welche? Ich würde sagen, dann nehmen wir mal eine andere Firma. Nehmen wir mal... Hier Shell. Alles super. Können wir immer noch ein bisschen variieren, ne? Da kaufen wir mal so... Keine Ahnung. Machen wir erstmal 8 Stück. Wupp. Und die schicken wir dann hier auf die Trasse. LKW Ölchemie. So, auf geht's. Da kommen jetzt die ganzen LKWs hier raus. Auch mit dem schönen Design hier, mit dem Shell-Design. Findet ihr auch im Steam Workshop natürlich. So, hier wartet schon das erste Öl. Und das kann dann aufgenommen werden. Das muss ich natürlich auch erstmal wieder einpendeln. Und da werden jetzt dann die ganzen LKWs hier soweit die schöne Trasse fahren. Ja, das geht recht fix jetzt. Wir können da 30 Einheiten können die laden. Ich denke, 8 Stück sollten erstmal ausreichen. Gehalten. Den halten wir auch erstmal an. So, dass die hier ein bisschen erstmal auf die Strecke kommen. Wir spulen mal ein bisschen hier. Die machen jetzt natürlich auch einige Leerfahrten noch, aber gut, das wird sich dann nach und nach einpendeln. Die auf dem Weg. Dann lassen wir den nochmal anhalten. Schicken den jetzt los. Die beiden und die anderen beiden schicken wir dann los, wenn die anderen wieder auf dem Rückweg sind. Guck mal, die fahren nämlich schon dahin. Da wird die Chemiefabrik jetzt quasi angefeuert. Muss mal kurz gucken, wann die sich die anderen auf dem Rückweg begeben. Aber es sollte, glaube ich, ausreichen. So. So was ein bisschen künstlich einmal angeheizt hier das Ganze. Und hier wird jetzt auch schon fleißig produziert. Oh, guck mal, da haben wir schon einen großen Tank jetzt hier platziert. Wir fahren jetzt einfach mal eine Runde mit dem mit hier. Wir haben die schöne große Ölraffinerie. Und hier kommt dann das Öl an mit den beiden Zügen. Und die fahren jetzt los hier. Sind hier erstmal auf der Landstraße unterwegs. Ich glaube, da darf man maximal nur 80 fahren. Warum dann eine Ampel ist, gute Frage. Das hält natürlich auch wieder richtig auf. Das konnte man irgendwie ausblenden, glaube ich, hier oben im Menü, ne? Wo war denn das hier? Geschwindigkeit. Ich glaube, irgendwo war das. So, jetzt haben wir die mal weggemacht hier. Ich finde das echt nervig mit den, jeweiligen. Ja, hier quält er sich noch so ein bisschen hoch. Aber hier über die Trasse, das geht schon ganz gut, ne? Guck mal, da kommen die anderen LKWs auch schon entgegen. Hier bremst er natürlich ab, weil es ein bisschen steil ist, aber... Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall passen. Da vorne geht es dann durch den großen Tunnel. Wir gucken mal, wie schnell der LKW hier fährt. 12 von 30 Einheiten hat er jetzt geladen. Ja, das können wir auch nochmal entschärfen hier.
Müssen wir mal gucken. Und dann geht's dann gleich durch den großen Tunnel hier durch. Fahren auch ein paar Autos lang, ist nicht viel Betrieb, weil das ja eher Industrien hier ist, aber müssen wir mal schauen. Später gibt es dann, glaube ich, auch noch schnellere Straßen. Wobei ein LKW 100 ist schon recht schnell. So. Müssen wir mal gucken, wie viel da produziert wird. Ich denke... Ja, hier haben wir eine Ampel. Ja, ich schalte direkt um. Okay, da geht das. So, jetzt wird das hier abgeliefert. Gucken wir mal, wie viel Geld der macht. Schauen wir uns das gleich mal an hier. Fährt natürlich jetzt hier einmal rum. Und der andere, der dahinter ist, ja, der ist leer. Aber das wird sich erstmal einpendeln, ne? So, aber 102.000, das ist schon mal ganz gut. Ja, wir machen schon ein leichtes Plus. Ich denke mal... Wenn wir uns jetzt mal hier die Strecke anschauen. Ja, alles macht nicht Plus, ne? Das seht ihr auch, ne? Guck mal. Ein paar Züge sind noch nicht so wirklich dabei, aber wir müssen natürlich erstmal schauen. Da auch vielleicht irgendwann nochmal optimieren. Ölchemie, das müssen die hier sein. Ja, der Takt ist, glaube ich, 461. Ja, hier läuft langsam die Produktion an. Natürlich, wenn der Versand jetzt hier ausgelöst wird... Das wird dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser werden. Jetzt gucken wir nochmal hier. Wie viel Öl liegt denn da? Der hat 4. Aber auch einen vollen hier. Okay. Gucken wir einfach mal. Ah, guck mal, der ist fast voll. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen, dass da noch ein bisschen was produziert wird. Transport ist schon relativ hoch. Die Rate. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Da können wir das hier auf jeden Fall schon mal umkonfigurieren. Bedeutet, wir können hier Gleise rausnehmen, weil wir brauchen ja nur 2. Weil das ja ganz anders geplant ist. Habe ich jetzt die 2 Gleise? Da sind sie doch, ne? Ja. Das heißt, wir können das hier so lassen. Aber das reißen wir raus hier. Wirklich. So. Dann haben wir den einmal zweigleisig gebaut. Der sollte auf jeden Fall ausreichen. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge passen wir das Ganze dann an. Dann werden wir dann auch hier den Kunststoff rüberliefern. Die Produktion ist bei 40. Das wird sich natürlich jetzt noch nach und nach mal ein bisschen einpendeln. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ihr wartet immer schon mal so ein bisschen was, aber es ist noch nicht so viel. Vielleicht wäre es doch besser gewesen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier von der Chemiefabrik, da wird ja jetzt schon so einiges produziert, ne, werden wir das Ganze dann hier hinten rum per Zug zur Warenfabrik bringen, damit auch Waren dann nach Köln geliefert werden und dann hier natürlich auch dann der jeweilige, ja, den Bahnhof haben wir eigentlich schon in Betrieb. Fährt da schon was? Ich glaube, da haben wir noch gar nichts in Betrieb, ne? Oder? Ah doch, da haben wir schon Zug. Der fährt hier vorne lang. Das ist der Intercity. Wo fährt der denn nochmal hin? Ach, nach Aachen, genau. So, okay. Der fährt darüber. Da müssen wir auch noch ein bisschen was ausbauen. Und ich würde sagen, Leute, das war es erstmal wieder hier mit einer weiteren Folge zu Transport Fever 2. Ne? Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Hier haben wir auch schon einen, der etwas besser gefüllt ist. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nochmal eine Runde mit. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage mal bis dahin.
Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.